Mein Name ist Heiner Torborg, ich bin Gründer der Initiative Generation CEO, die sich zum Ziel gesetzt hat, weibliche Management-Talente zu fördern. Deutschland ist in Europa Schlusslicht, was Anteil der weiblichen Führungskräfte anbetrifft. Wir argumentieren hier nicht emotional, wir argumentieren nicht mit den Themen Gleichheit und Gleichberechtigung, sondern wir sagen, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Mein Name ist Wolf Bernotat, ich bin Mitglied im Rat der Weisen im Projekt Generation CEO. Mir geht es darum, dass da immense Potenziale vorhanden sind, gerade auch im Management Nachwuchs, und diese Potenziale muss man fördern, und das geht nur, wenn man das über konkrete Projekte macht, denn wenn man es einfach von alleine sich entwickeln lässt, dann geht es zu langsam, und deshalb halte ich diese Initiative auch für sehr wichtig. Carolina Müller-Möhl, ich bin im Beirat der Initiative von Generation CEO. Wie sagt man so schön? Talent kennt kein Geschlecht. Entsprechend muss es einfach so sein, dass wir in der Zukunft gemischte Teams haben, und dabei möchte ich gerne helfen. Herzlich willkommen zu unserem Panel von Generation CEO. Man muss sich relativ schnell auch darstellen, man muss Ergebnisse zeigen, weil die waren es eben die Marktzahlen. Einerseits, ich brauchte die Mitarbeiter, andererseits war ihre Erwartungshaltung natürlich deutlich mehr Hierarchie, als ich erst mal geboten habe. Es ist einfach bei Frauen sehr viel stärker Peering als Hierarchie. Und deshalb sind die moderneren Unternehmen, glaube ich, im Punkto Frauen eigentlich offener. Und dann war natürlich die Frage, wenn es einen höheren proportionalen Anteil an Frauen in dem Executive Committee gibt, wie wirkt sich das dann auf finanzielle Performance aus? Und da haben wir eben gesehen, wenn eben ein proportional höherer Anteil von Frauen vertreten ist, dann sieht man in der Tat Improvements. Jetzt nochmal zum Stichpunkt Quote, was ich erstmal hier nicht ansprechen möchte, weil ansonsten haben wir keine andere Debatte mehr außer der Quote bis zum Ende der Diskussion. Ich bin Emanuel Hermrick, der Konzernpersonalchef der Bertelsmann AG. Die Quote, staatlich verordnete Quote, halten wir und auch ich persönlich nicht für das richtige Instrument. Aber eine klar kommunizierte interne Zielsetzung, dass man mehr Frauen einsetzen möchte und auch auf verantwortungsvollen Positionen sehen möchte, halte ich für sehr wichtig. Aber das ist eine Zielsetzung und nicht eine staatliche Verordnung. Ich habe dann aber mal alle unsere Damen, und das waren dann schon 230, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Training in Passau mal zusammengetrommelt und habe mich mit denen fotografieren lassen. Wir haben das dann als Werbeanzeige geschaltet. Und was glauben Sie, wer sich beworben hat? Ja, natürlich. Also man lernt im Leben dazu. Ist doch vollkommen klar, wo würden Sie gerne arbeiten wollen? Das ist doch... Ich glaube, meine Damen und Herren, dass die Luft für Frauen ganz oben in den Unternehmen oft deshalb so dünn ist, weil sie eben keine familienfernen Lebensnomaden sein wollen und weil das aber in vielen Unternehmen unausgesprochen nach wie vor erwartet wird und weil auch schon die Arbeitszeiten in vielen Führungspositionen das erzwingen. Und von fairen Chancen für Frauen in der Arbeitswelt kann keine Rede sein, solange familiäre Verpflichtungen dort als Handicap gelten. Für die meisten Frauen gehört ein erfüllter Familienalltag und eine glückliche Partnerschaft, auch darum geht es ja, genauso zu einem guten Leben wie Erfolg im Beruf. Und ich bin überzeugt, dass solche Initiativen in Partnerschaft mit der Wirtschaft genau der richtige Weg sind, um Frauen den Weg ins Top-Management zu ebnen. Generation CEO zeigt mit ihren Preisträgerinnen die beeindruckende Vielfalt weiblicher Talente und die Exzellenz der Leistungen von Frauen in Führungspositionen. Ich darf Chantal Schumacher vorstellen. Sie ist Senior Vice President, Global Head of Planning and Performance Management bei der Allianz in München. Dr. Arina Freitag-Terpsma, Leitung Entgelte und Preisstrategie bei der Fraport AG. Dr. Dagmar Maria Kamba-Borenz, sie ist Managing Director, Chief of Staff der UBS. Und damit
gleichzeitig auch das Ausmaß der Talentverschwendung. Julia Jeckel, Verlagsgeschäftsführerin von Gruner & Jahr. Die Unternehmen sich im Moment vorwerfen lassen müssen. Ich darf Dr. Dorothee Ritz vorstellen. Sie ist General Manager Deutschland, Consumer and Online, Mitglied der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Wir brauchen 100% der produktiven Arbeitskraft in Deutschland und da gehören Frauen natürlich dazu. Deshalb freue ich mich über diese Netzwerke, wo wir Frauen in Führungspositionen fördern. Ich möchte begrüßen aus Wiesbaden Saskia Brüsten, Direktorin des Ramin Creative Lab. Ich wurde von einer 2009er Preisträgerin angesprochen und die sagte, Mensch, du passt da doch auch wunderbar rein. Also ich habe mich natürlich sehr gefreut zu hören, dass ich Preisträgerin 2010 bin, unter anderem eben, weil ich mich freue, dieses Netzwerk von starken Frauen nutzen zu können. Die Initiative gibt es seit 4 Jahren. Wir haben im Schnitt jedes Jahr 20 Frauen in diese Initiative aufgenommen. Wenn man hochkommt, ist man alleine. Wir bieten Ihnen Coaching. Wenn man sagt, okay, Frauen haben einen kooperativen Stil, Konsensus bilden, sie brauchen Ansprechpartner. Der zweite Teil, der aber viel wichtiger wird, von Jahr zu Jahr wichtiger wird, ist das Netzwerk. Es ist eine Freude zu sehen, wie diese Frauen untereinander harmonieren, wie sie sich gegenseitig helfen. Mein Name ist Kerstin Schmeidow, ich leite die Europäische Wirtschaftsrechtsabteilung von Nestlé. Am Anfang ist man ja immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn man denkt, wenn es eine reine Fraueninitiative ist, welcher Wert ist damit verbunden und kommt damit zustande. Aber ich muss sagen, mir macht das riesen Spaß und die Frauen sind einfach klasse. Und es ist nicht dieser typische männliche Stil von Frauen, wo man denkt, man muss jetzt Männer kopieren, um erfolgreich zu sein, sondern jede dieser Frauen ist wahnsinnig erfolgreich und trotzdem Frau. Und das finde ich toll. Sie sind alle sympathisch, sie sind super toll ausgebildet, sie bringen richtig etwas auf die Waage. Und vor allen Dingen, es sind alles Frauen, die wollen. Sie wollen ihre Leistung bringen, die wollen Karriere machen und die wollen in Führungspositionen kommen. Und wo ein Wille ist, sollte ja auch ein Weg sein. Und jetzt sind wir dabei, diesen Weg vor- und mitzubereiten und vielleicht auch mitzugestalten.